So, ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ich bin vollkommen falsch im Menü, oder? Ach, keine Ahnung. Ja, ATR und so. Let's go. Ja, wie man sieht, schon wieder ein paar Stunden vergangen seit der letzten Aufnahme. Alles dunkel. Aber gut. Dem ist halt so. Mal gucken, ob ich heute noch drei Aufnahmen mache. Vielleicht ja. Vielleicht aber nicht. Ich meine, es ist gerade mal 22 Uhr. Ja, wir sind bei unserer ganz gechillten Aufgabe, die noch ein paar Folgen gehen wird. Mal gespannt, wie viele Folgen. Das wären wahrscheinlich die entspanntesten Folgen ever. Vielleicht habe ich deswegen heute keine drei Folgen mehr, weil ich schon nach zwei Folgen wegpenne. So, geschlafen haben wir, ja. Genau. So. Können wir schon den Sonnenaufgang genießen? Ab auf der Autobahn und erstmal schön. Mal gucken, wie leise wir sind. So. Schon besser.
Ernsthaft, Elefanten rennen da vorne schon wieder? Ist das ganze Stock jetzt weg. Wir sind wieder flüssige 60 FPS. So wie es sein muss. Jetzt kriegt man sogar schon Aufforderung für die Gegenseite. The fuck? Die Lügestation war gar nicht auf unserer Seite. Alter, what the fuck? Ah, nice. Wieso, so macht man das?
keine Musik mehr oder was? Was ist denn los? Musst du wenig hier dann nicht so recht abbiegen? Ah, ne. Aber so eine Kreuzung. Ja, das ist ja hier schon fast das Ende von Texas, ne? Wir sind bald aus Texas raus. Ah. Bloß noch ein paar Meter. Dann war's das mit Texas.
Oh, da vorne ist eine Kamera. Ah ja. Was hat sich denn da gerade auf der Windschutzscheibe, auf der Motorhaube da reflektiert? Dieser blaue Fleck gerade. Ah, da schon wieder. Switched eyes before world. Schon wieder ein sehr abgespacedes Lied.
Das war schon schön eng für 75. Mhm. 3000 Euro. Sehr geil. Also wenn wir weiter hier auf Autobahn fahren können oder auf Freeways mit 75 km Alter, MPH Limit, dann kommen wir doch hier in 5 Folgen durch. Wir schaffen ja echt Strecke. Alter Schwede. Aber ey, wir können da halt doch 75 fahren, ne? Das ist schon ordentlich. Das heißt, wir schaffen jetzt fast 400 Meilen pro Folge. Das ist schon krank. Eben, dass wir, also, dass wir hier so schnell fahren können. Gibt es halt ein paar Passagen. Aber dass wir das Tempo so lange halten können, hätte ich nicht gedacht. Ich meine, gut, zwischenzeitlich kann man kurz eine 60er-Zone. Hier ist auch wieder eine 65er-Zone. Wahrscheinlich, weil es bergab geht. Aber ansonsten war ja fast die gesamte Folge jetzt durchweg 75. Haha. 9000 Euro Zinsen gezahlt und jetzt direkt 5000 Euro wieder eingenommen. So muss das sein. Ja, dann können wir ja noch während dieser Mission hier, können wir ja dann hier noch fast. Obwohl, wir müssen jetzt nur erstmal eine neue Werkstatt kaufen, ne? Und das ist dann, das sind dann gleich, 180.000 plus halt ein LKW. Das werden wir wahrscheinlich zwischen, also innerhalb dieser aktuellen Mission wahrscheinlich nicht schaffen. Obwohl andererseits, wir haben noch 1300 Kilometer Meilen vor uns, ne? Also ausschließen möchte ich das auch nicht. Kann man irgendwie hier diesen Tempomat anmachen? Warten, dass wir bei 65 sind. Und bumm. Tempomat aktiv. Sehr interessante Musik. Und die Wolken sind dann schon wieder rum hier. Ah, schon wieder so eine krasse Intersection hier. Sehr geil.
Ah, die habe ich sogar schon fotografiert. Und so war meine Maus gekommen. Dann würde man sagen, was das mit dieser Folge? Und dann sehen wir uns zur nächsten. Wie ist eigentlich alles so hell hier, Alter? Jetzt ist hell. Ah, ein bisschen sehr dunkel. Oh, so kann man schon machen. Kappe 50% Helligkeit, die Bildschirme und burnt mich hier weg, ey. Wird doch echt viel weiß ist hier. Also. Gucken wir erstmal hier. Abgesehen von dieser kleinen schwarzen Fläche ist halt, wie man sieht, fast alles hell. So, da ist hell. Da ist alles hell. Da ist alles hell. Da oben ist alles hell. Aber wenn man dann natürlich auch noch hier auf 60% Helli- 100% Helligkeit geht. Es hat noch heller. Dann burnt halt alles richtig weg. Das ist schon krass. Ja. 0% Helligkeit, wobei 0% natürlich, ne, ist ja nicht offensichtlich nicht aus, sondern nur sehr dunkel. Ist dann doch schon angenehmerer. Aber ne, ich bleib mal bei 50% Helligkeit. So, Ötchen. Ja, dann sieht man sich wieder zur nächsten Folge. Bis dann.